Liebe Schachfreunde, vielleicht erinnern sich manche von euch an das Format Videocoaching. Damals habe ich eingeschickte Partien von Leuten auf meinem Kanal analysiert. Jetzt haben wir so etwas Ähnliches in der neuen Chessens Premium-Mitgliedschaft, die diesen Monat im Oktober gestartet ist, und zwar live. Partieanalysen, und da möchte ich euch gerne einen Einblick geben, eine Partie von einem fortgeschrittenen Spieler um die 2000 DWZ werde ich hier analysieren bzw. euch das Video zeigen, und ihr könnt daran teilhaben, ihr könnt mitmachen, wenn Fragen gestellt werden, könnt ihr das Video anhalten und wirklich hier etwas mitnehmen aus dem Training. Jetzt fragt ihr vielleicht, was ist Chessens Premium? Noch nie was von gehört. Ja, das ist ganz neu. Wir bieten jetzt Live-Trainings an, mehrmals die Woche. Aktuell haben wir 4 Live-Trainings in der Woche. Außerdem gibt es Webinare mehrmals im Jahr. Es gibt Seminare mit mir, 3 Stück im Jahr. Es gibt Turniere vor Ort. Also nicht alles ist online, sondern es gibt auch Turniere und Seminare vor Ort, 3-mal im Jahr. Und wenn euch das interessiert, dann klickt gerne mal auf den Link in der Beschreibung. Da könnt ihr euch das in Ruhe anschauen. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß hier mit der Partie. Okay, steigen wir ein. Du hast mit Weiß gespielt, ja? Okay. Genau, sehr gerne. Alles klar, wir schauen uns an die Partie von Roland hier. Kannst du noch kurz die Wertungszahl von dir und deinem Gegner sagen? Ich bin, war zu dem Zeitpunkt bei etwa 2000, mein Gegner 1830. Alles klar, okay. Also starke Spieler hier, und das war eine klassische Partie, ne? Klassische mit langer Bedenkzeit, ja. Okay, alles klar. Gut, E4, C5, D4. Ach, das Mora-Gambit. Ja, ja. Meine alte Liebe aus meiner Jugend. Okay. Wenn es nur immer funktionieren würde. Bitte? Wenn es nur immer funktionieren würde. Ja, auf dem Niveau ist es, glaube ich, dann irgendwann nicht mehr so erfolgreich, leider. Aber in dieser Partie, G6 ist natürlich nicht die kritische Antwort, ist vollkommen klar. Ach, du schlägst aber nicht mal den Bauern auf D4. Du sagst nicht mal, ach, komm, ich bin mit dem schönen Zentrum zufrieden, sondern du willst ihn weiterhin zwingen, dass er den Bauern schlägt? Ich wollte ihm die Gelegenheit geben, aber tatsächlich mag ich das auch nicht, wenn er D5 kommt und meine Bauern auf D4 und E5 festgelegt sind. Und mit D4 habe ich dann immer Probleme. Ja, dazu kann ich direkt mal was sagen. Also hier, ja, D5, du spielst E5, aber der Läufer auf G7, den er jetzt, also den er wahrscheinlich nach G7 entwickeln wird, der steht da natürlich auch nicht gut, schaut hier auf den Bauern E5. Also mit G6, den Zug will Schwarz eigentlich nicht drin haben, denn selbst wenn er jetzt mal den Läufer rausbringt nach F5 oder so, muss man dann auch immer auf solche Züge wie G4 achten, kann dann nicht mehr gut E6 spielen. Also der Zug G6 passt hier nicht gut rein, den würde Schwarz am liebsten zurücknehmen. Insofern brauchst du vor dieser Struktur keine Angst zu haben, im Gegenteil, das ist eine gute Struktur für Weiß. Also du hast mehr Raum. Der einzige Hebel, den Schwarz hat, ist F6 in diesen Stellungen, und dann kann man in der Regel einfach schlagen oder vielleicht auch manchmal stehen lassen oder vielleicht auch unterstützen mit F4, kommt natürlich ganz drauf an. Aber diese Struktur, auch wenn Schwarz F6 spielt, ist Vorteil für dich. Du hast scheinbar nicht so gute Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit, das sollte aber die objektive Bewertung dieser Struktur nicht ändern. Okay, Springer F3, Läufer G7, Läufer C4. Nach wie vor, ja, hoffst du, dass er schlägt? Ja, wie gesagt, ne, also ich würde einfach jetzt mal hier schlagen, und wenn D5 kommt, E5, hast du eine super Stellung. Okay, Läufer C4, jo. E6. Gut, jetzt Springer schlägt D4, das passt nicht gut rein. Ne? Also indem du jetzt mit dem Springer schlägst auf D4, jetzt fehlt diesem Springer das natürliche Entwicklungsfeld, und das passt jetzt nicht mit dem Zug C3. Also es scheint mir hier so, als hättest du solche Sorge gehabt vor dieser Struktur, dass du es auf jeden Fall vermeiden wolltest, auch wenn es bedeutet, dass du jetzt hier eine unharmonische Stellung in Kauf nimmst. Ja, es war fast ein Trauma mit D4, E5, dann die Sache mit Springer C6, E7 nach, und Springer E7 und F5, Dame B6. Immer der Druck gegen D4, aber es ist natürlich richtig. Ja, letztendlich, klar, besser. Schwarz kann alle diese Züge spielen, aber wenn du darauf richtig reagierst, dann kannst du auch damit umgehen. Und hier, gut, natürlich ist das jetzt vielleicht nicht mehr so ganz optimal, wenn er D5 spielt, weil du weil du jetzt erstmal auf den Angriff reagieren musst. Aber trotzdem, selbst hier, Läufer B5, Läufer D7. Ja, es ist jetzt nicht mehr so ganz schön. Ich gebe es zu, hier ist es jetzt nicht mehr so ganz schön wie davor. Aber sagen wir selbst, wenn du schlägst und Läufer B3 spielst, würde ich mal behaupten, dass du hier
ein bisschen besser stehst, weil du hast immerhin einen Zug mehr. Gut, natürlich kann man es nicht ganz vergleichen, aber du hast hier den Druck gegen D5. Sieht auch nicht so verkehrt aus. Alles klar, Leute, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Gut, okay. So, wir wollen mal weitergehen. Springer schlägt D4, A6. Kurze Rochade. Springer E7. Dame F3. War jetzt gegen D5 gerichtet. Okay. Und der Turm sollte nach D1. Schwarz könnte trotzdem D5 spielen. Ja, es kommt mir ein bisschen gekünstelt hier vor, was du hier machst. Zum Beispiel, wenn jetzt Schwarz Springer C6 macht, müsstest du schon wieder auf diese Drohung eingehen. Ja, ich bin ganz offen, es gefällt mir nicht so richtig. Klar muss man jetzt natürlich schauen, was macht man, wie bringt man diese Figuren ins Spiel, aber vielleicht ja, Läufer E3. Einfach Läufer E3 und Springer A3, C2 oder sowas. Ja, aber D5 kommt natürlich, da hast du recht. Ja. Vielleicht solltest du wirklich, ja, ist ein bisschen teuer, Rad ist teuer, den Läufer nochmal wegziehen will man auch nicht. Also Läufer C4, der steht da ungünstig, denn du läufst natürlich direkt immer in diese Züge auch rein. Vielleicht, ja, Läufer E2 mal wegziehen, aber auch D5 kommt. Also ich glaube, hier ist, ich glaube, wir müssen eher in vorherigen Zügen suchen, dass da was schiefgelaufen ist. Ne? Dein Trauma mit der Struktur und dass du es um jeden Preis vermeiden willst, aber dann nimmst du eine Stellung in Kauf, die zumindest nicht mehr besser ist für dich. Ne? Und gerade wenn der Gegner so auf das Mauergambit reagiert, will man natürlich schon dann auch den Vorteil mitnehmen. Also wenn er so lasch reagiert, sage ich mal. Okay, Dame F3, kurz Rochade, Läufer G5, Springer C6. Ja, der springt auf B1, genau, Herbert, der will eigentlich nach C3, aber hier muss er jetzt eher nach D2. So, jetzt Springer C6, jetzt hast du geschlagen auf C6. Ja, das gefällt mir gut, ja. Bauer schlägt. Wir sehen alle schwarzen Bauern auf weiß. Das heißt natürlich, die schwarzen Felder, die sind ein bisschen anfällig. Ja, wir haben immer noch ein paar Figuren nicht im Spiel. Du machst jetzt Turm E1. War das wieder gerichtet gegen D5, ja, oder wie? Es war gegen D5 gerichtet. Ich wollte die Fesselung des Springers dabei ausnutzen. Ja, sehr aber schön es hätte hier nicht wirklich funktioniert, glaube ich. Ah, es hätte gar nicht funktioniert. Also ich vermute mal, dass das hier die Idee ist. Genau. Läufer schlägt D5. Aber ja. Hätte, glaube ich, mit der Dame wegziehen können. Nach D6 oder sowas. Wo meinst du? Hier? Nee. Nee, hier nicht mehr. Vorher. Okay. Die Fesselung irgendwann aufheben. Naja gut, aber das also geht ja jetzt hier nicht. Ne? Hier musst du ja auch wieder schlagen. Scheint mir zu funktionieren. Außer es gibt vielleicht hier Probleme, dass nach Läuferschlag E7 Schwarz Turm E8 spielen kann. Wegen der Grundreihe kann Weiß ja nicht die Dame schlagen und der Läufer hängt. Das könnte vielleicht ein Thema sein. Ne? Dass genau, du jetzt, das war's, ja. Dass du jetzt hier ein bisschen in der Fesselung bist und die nicht so leicht auflösen kannst und Schwarz noch mit Läufer F6 oder Läufer F8 nachsetzen kann. Das kann sein, ja. Ja, okay. Genau. Aber die Idee finde ich gut, dass du hier prophylaktisch gedacht hast. Auf der anderen Seite, D5 ist auch nicht so schlimm, finde ich. Du spielst einfach Läufer D3. Also warum nicht Springer D2 jetzt mal? D5, da machst du eben Läufer D3 oder Läufer B3 oder wie auch immer. Ja, vielleicht sogar nach B3. Ist ja eigentlich nicht so tragisch, oder? Bringst die Türme in die Mitte, Turm D1, Turm E1. Und dann würde ich eigentlich gerne mal hier die Läufer abtauschen, um so richtig die schwarzen Felder freizulegen vor dem König auch. Ne? Ich meine, man kann auch darüber nachdenken, hier direkt schon Läufer F6 zu machen. Wobei dann vielleicht D5 ein bisschen lästig ist, dann müsste man jetzt Läufer D3 machen. Aber ansonsten, ja, Entwicklung beenden. Entwicklung bin, weil wo der Turm, gut, der Turm geht wahrscheinlich schon nach E1. Aber erstmal würde ich eigentlich gerne die Leichtfiguren ins Spiel bringen. Okay, gut. Alles nichts Schwerwiegendes. Turm E1, D6, Springer A3. Das ist auch nicht der beste Zug, glaube ich. Der hätte wahrscheinlich. Ja, ich wollte über C2 nach D4.
Ja, das sieht so ein bisschen gekünstelt aus. Also selbst wenn du auf C2 bist, kann er ja vielleicht mal E5 spielen oder C5 und dann kommst du auch nicht nach D4. Also hier, ja, Dann was dachte ich aber andere E3 Routen nach wahrscheinlich. G4, ja. Springer D2, Turm D1 und dann muss man mal schauen mit dem Springer, ob der vielleicht nach C4 kommt später, vielleicht auch manchmal E5, Springer E4 Ideen, sowas in der Art. Okay, gehen wir mal weiter. Springer A3, A5, Turm D1, wunderbar, Turm E8. Dame G3. Okay. Die sollte nach H4, ja. Ja. Und erstmal D6 angreifen. Aber wie wäre es denn, wenn wir jetzt mal die Läufer abtauschen? Also, das ist ja schon die ganze Zeit, hätte ich eigentlich Lust darauf. Weil, wenn die Läufer vom Brett sind, dann ist der König, dann fehlt dann Verteidiger der schwarzen Felder. Und das spricht mich eigentlich total an, muss ich sagen. Also, das finde ich sehr attraktiv, hier die Läufer zu tauschen. Hast du das überlegt? Ja, hatte ich überlegt. Ich habe es deswegen nicht gemacht, weil ich die Fesselung von Springer E7 noch aufrechterhalten wollte. Und dachte, das kann ich eigentlich später auch noch machen. Ja. Ja, Andreas, gut, wenn Schwarz nach Läufer 6, Läufer F8 spielen muss, dann machen wir das auf jeden Fall. Also klar, so kann Schwarz die Läufer auf dem Brett behalten, aber dann halten wir gerne den Läufer auf dem Brett, wenn wir den jetzt nach F6 stellen können. Also das brauchen wir nicht befürchten. Sind die schwarzen Felder schwach, wenn beide Schwarzfelder den Läufer vom Brett sind? Ja, genau, Herbert. Denn hier, diese ganzen Bauern, die sind alle auf Weiß. Das heißt, diese Felder um den König sind schwach und der Läufer ist jetzt gerade der Verteidiger dieser Felder. Und wenn wir ihn abtauschen, dann können wir diese Felder besser nutzen für unsere Figuren. Stell dir mal vor, wenn wir irgendwann einen Springer nach F6 bringen könnten oder sowas in der Art, wäre das natürlich sehr vorteilhaft und generell hat der König weniger Verteidiger, weniger Schutz. Okay. Ja, mit der Festung, ja gut, Schwarz wird irgendwann Dame C7 machen und dann ist die Festung, ja, ist sie wieder aufgelöst, ne? Aber klar, hast natürlich auch recht, dass du es später auch machen kannst. Aber auf der anderen Seite, von den beiden Läufern ist schon der Läufer auf G7 die bessere Figur. Ne? Okay, D5, Dame H4. Ja, da steht sie natürlich auch gut, auch mit solchen Ideen mal, mit einem Schwenk. Ist auch sehr vernünftig. Turm A7. Jetzt schlägst du auf D5. Warum? Ach, du wolltest den Springer nach B5 bringen. Das war wahrscheinlich die Idee, ne? Das war eigentlich eher eine fast eine Verzweiflungstat nachher, weil ich Warum? befürchtet hatte, dass der Turm auf der B-Linie kommt, ich den B2 nicht halten kann und der Turm dann auf der zweiten Reihe eindringt. Es war eine gewisse Fehleinschätzung am Ende. Okay. In der Partie habe ich jetzt genau wegen dem überlegt, was ich machen kann und da bin ich auf genau diese komische Idee verfallen, auf D5 zu schlagen und dann die kleine Taktik zu versuchen mit Springer B5. Ja, weil ansonsten würde ich sagen, hat man, also wenn es keinen Grund gibt, dann würde ich nicht schlagen auf D5. Ne? Und wenn du jetzt Angst hast wegen dem Bauern auf B2, ja gut. C3, der Da Druck gibt ist es. jetzt wahrscheinlich der Druck vom Läufer G7. Vielleicht hätte ich jetzt Ja, dann vielleicht das machst mit du Läufer Turm F6 E3. machen können. Turm E3 und das ist ja sowieso mal eine Idee, dass man hier auch rüberschwenken kann, eventuell. Oder vielleicht auch verdoppelt mal, falls Schwarz E5 spielt, dass man mehr Druck macht. Und jetzt könnte vielleicht Dame B6 kommen. Ja. Das könnte jetzt eventuell, wobei auch hier. Ja, es könnte jetzt ein bisschen ein Problem sein, weil der Läufer hängt und der Bauer hängt. Aber ich meine, es muss doch eine Lösung geben hier. Also dann ziehen wir eben einmal den Läufer weg nach B3. Dann hast du auch so eine Idee, dass du den Springer darüber ins Spiel bekommst. Oder wenn du den Läufer vielleicht sogar nach F1 zurückziehst. Und wenn jetzt Turm B7 kommt, dann haben wir auch erstmal Springer C4 als Antwort. Oder ich meine, im schlimmsten Fall machen wir eben einmal Turm D2. Also daran wird es jetzt nicht scheitern, dass wir den Bauern nicht verteidigt bekommen. Ja, guter Einwurf von Thorsten in der Variante eben, sehr schön gesehen. Da, Turm E3, Dame B6 könnte Weiß theoretisch Turm H3 spielen und nach H5 Läufer E3. Das wäre, glaube ich, ein bisschen unangenehm. Gut, Schwarz hätte noch C5, aber
Jetzt könnte man Läufer B5 spielen, das sieht relativ gut aus. Okay, also hier war definitiv ein kritischer Moment, denn wenn man nicht schlagen muss oder es jetzt keinen bestimmten Vorteil hat, dann würde ich eigentlich ganz gerne darauf verzichten. Okay. Aber eigentlich, also es sieht auch nicht schlecht aus. Wobei, ja, du gibst eben Schwarz mehr das Zentrum, ne? Du tauschst deinen Zentrumsbauern gegen einen Nicht-Zentrumsbauern ab, das ist das Problem. Alles klar, mach's gut, Philipp. Okay, insofern, der Zug gefällt mir nicht so gut. Tak, tak, so. Danach wäre Läufer B5 gegangen, glaube ich. Ja, hier läuft er B5, oder? Aber er hat mit dem anderen Bauern genommen, oder? Ach so, er hat mit dem anderen Bauern genommen. Das hatte ich gar nicht auf der Rechnung, hatte ich gar nicht überlegt. Ja, okay, dann ist es natürlich eine andere Geschichte. Dann ist es natürlich was ganz anderes. Hier läuft B5, läuft D7. Einmal Frage in den Chat. Wie würde es jetzt hier weitergehen? Taktiktraining. So, für die fortgeschrittenen Spieler unter euch. Als Weiß nicht abtauschen, sagt Andreas. Ja, meinst wahrscheinlich den Punkt, dass wenn Schwarz schlägt, schlägt Weiß mit dem Springer, verbessert den Springer. Ist ein guter Punkt, ja. Ja, Turm schlägt D5 sieht natürlich attraktiv aus, aber letztendlich ist das ja ein Qualitätsopfer hier mit Läufer schlägt E7. Ja, mit Turm schlägt D5. Und das ist mir eigentlich hier nicht klar, warum Weiß hier genügend Kompensation haben soll für die Qualität. Also nur weil man jetzt hier eine kleine Kombination spielen kann, heißt es nicht, dass sie unbedingt gut ist. Ne? Turm schlägt D5 ist natürlich das richtige Motiv, aber man muss die Zugreihenfolge umkehren. Man schlägt zuerst auf E7 und dann, egal ob Schwarz Turm schlägt E7 spielt oder Dame schlägt E7 und man hier nochmal abtauscht, dann spielt man Turm schlägt D5. Das hast du auch gesehen, Roland? War das deine Idee auch? Habe ich gesehen die ganze Zeit, ja. Ja, sehr schön, ja. Genau, und jetzt ist der Turm ungedeckt. Wenn Schwarz auf B5 schlägt, könnte man entweder Schach geben oder mit dem Turm schlagen. Und wenn Schwarz hier schlägt, schlägt man auf E7. Fesselt sogar gleich noch den Läufer. Und ja, Weiß gewinnt. Gut. Ach so, das heißt, er muss mit dem E-Bauern schlagen. Okay. Ja, aber trotzdem, ne? Aber trotzdem, es hilft Schwarz. Es hilft Schwarz, hier auch den Läufer ins Spiel zu bringen. Klar, du hast diese Fesselung, aber Ich ansonsten hast hatte du. das Motiv, das jetzt gleich kommt, im Kopf. Ja, Das okay. hatte ich vorher schon geplant, nur es hat sich herausgestellt, das funktioniert nicht wirklich. Ja, das ist natürlich sehr spektakulär, was du jetzt gemacht hast. Aber ja, letztendlich muss man da sehr sicher gehen, wenn man jetzt hier zwei hängende Figuren hat, dass das auch funktioniert. Und nach wie vor war einfach deine große Sorge, wenn du jetzt den Läufer ziehst, sagen wir mal nach F1 zurück, dass du Probleme bekommst mit dem B-Bauern? Ja, mit dem Druck vom Läufer auf G7, auf C3, da kann sofort B2 angreifen. Ja, aber Schwarz hat hier auch einigen Druck, den er aushalten muss erstmal, ne? Mit dem Springer auf E7. Der ist ja immerhin dreimal angegriffen. Da kann er jetzt zum Beispiel nicht einfach den Turm abziehen. Dann sonst der Springer weg. Es war tatsächlich eine Fehleinschätzung, ja. Okay, ja, ich will da jetzt auch nicht drauf rumreiten, aber das ist natürlich ein ganz wesentlicher Punkt, der ja hier die Partie bestimmt hat, dass du da ein bisschen zu viel Respekt hattest vor den Ideen deines Gegners. Okay, gut, Springer B5. So, gut, er hat Turm D7 gespielt. Dachte ich Glück. Bitte? Hatte ich, glaube ich, einfach Glück. Denn was wäre hier möglich gewesen? Ich glaube, Läufer E6, was den man Turm auf der E-Linie blockiert, wäre wahrscheinlich hier das Beste Im Moment, gewesen. das kann hier nicht sein, denn der Turm hängt auf A7. Also ja. Aber du meinst wahrscheinlich so. Und jetzt Nehmen läuft wir E6, ne? sowas, ja. Ja, da muss man eben sicher sein, dass es auch funktioniert. Also hier.
Ich habe gesehen, ich kriege einen Bauer noch Ja, aber so schlimm ist es ja nicht, ne? Also, ja, du bekommst jetzt hier noch den Bauern. Oder ich weiß nicht, ob Schwarz. Ich glaube, Schwarz hält die Dame auf dem Brett wahrscheinlich. So verkehrt sieht das ja jetzt nicht aus. Ist ja jetzt das nicht so, denn? dass du auf Verlust stehen würdest oder so. Also scheint mir recht unklar zu sein, die Stellung. A4 vielleicht. Ja. Gut, aber besser stehst du auch nicht, glaube ich, ne? Also insofern war die Kombination jetzt keine Verbesserung deiner Stellung. Okay, gut. Schauen wir mal weiter. Turm D7. Jetzt Läufer F1. Okay. H6. Ja, ist natürlich mit diesen. Jetzt musst du deinen schönen Läufer hergeben und gegen den miserablen Springer. Na, das ist natürlich jetzt sehr, sehr ungünstig gelaufen. Also diese Kombination, so spektakulär sie auch sein mag, und wenn sie sogar funktioniert, na, aber letztendlich verbesserst du deine Stellung nicht dadurch. Das ist das Problem. Ja. Aber gut, da gehen wir wieder zu dem Thema zurück. Du hast ja das Gefühl, dass du es quasi machen musst, um diese Drohung abzuwehren. Jetzt mal ganz plump gefragt, was war denn hier eigentlich nach Turm B7 deine Idee? Oh, da muss ich jetzt überlegen. Turm B7 hätte nicht funktioniert, wenn ich mich recht entsinne. Okay. Da kann ich Springer D4, oder? Springer D4, ja. Hm, Wahrscheinlich. okay. Hm. Nee, kann er nicht, weil ich den auf C6 nehme. Dame und Springer angreife und den Turm öffne gleich auf die Dame. Ja. Genau. Aber dann, warum muss es jetzt zum Beispiel über B5 sein? Warum nicht Springer C2? Könnte man jetzt auch, gut, weil du sagst, du willst noch ein Tempo gewinnen, nehme ich mal an. Aber ja, du merkst schon. Hier, das war die kritische Phase in der Partie. Na, hier ist es dir entglitten, hier ist du standst quasi lange Zeit gut einfach und hier jetzt nach H6 musst du leider den Läufer abtauschen, dann hast du natürlich überhaupt keinen Vorteil mehr, es ist klar. Ja. Ja. Im Gegenteil, stehst du, denke ich, sogar einen Tick schlechter, wegen dem Läuferpaar von Schwarz. Gut, schauen wir mal weiter. Springer D4, Turm E1, Läufer D7, Springer B3. Okay, Läufer F6. Springer C5. Okay, jetzt hat es sich geklärt. Die Störung vereinfacht sich. König F8, jetzt könntest du schon den abtauschen. Ja, das habe ich jetzt direkt danach bereut, es nicht sofort getan zu Ja, ich haben. glaube, du solltest das direkt tun, ne? Also, denn letztendlich auf Gewinn spielen tust du hier tendenziell nicht, ne? Also, ist schwer vorzustellen. Und wenn du abtauschst, dann ist es eben mit den ungleichfarbigen Läufern sehr, sehr remislastig. Und jetzt hat er den Läufer auch gezogen. Oliver fragt, Läufer F8 statt Läufer F6 nimmt die Blockade raus. Ja, gut, klar. Also es gibt sicherlich Züge, worüber man hier sprechen kann. Aber generell schauen wir eben immer die Züge von demjenigen an, der hier die Partie eingeschickt hat. Das ist ja jetzt in diesem Fall Roland. Und deshalb gehen wir jetzt auf solche Sachen nicht groß ein. Aber klar, Läufer F8 vielleicht ein besserer Zug. So, G3, Läufer F5, Läufer D3. Finde ich gut hier, die Läufer, das Läuferpaar halbieren. Läufer E7. Und jetzt kam es ja wirklich zu dieser Konstellation. Ja, und dann habt ihr Remis gemacht. Okay. Ja, ich glaube, das Wesentliche ist gesagt, ne? Also zum einen zu der Öffnung war es eine Thema, wo ich ja drauf rumgeritten bin, dass du diese Struktur schon anstreben sollst, auch wenn du da schlechte Erfahrungen gemacht hast in der Vergangenheit. Denn mit dem Bauern auf G6 ist das einfach eine bessere Struktur für Weiß. Und das andere war dann diese Phase hier, ne? Also bis hierhin. Gut, ich hätte, wie gesagt, gerne mal auch den Läufer abgetauscht mit Läufer F6. Aber man kann es auch so spielen, wie du es gemacht hast, finde ich auch absolut sinnvoll.
Mit diesen Ideen auch vielleicht über die dritte Reihe. Hier hat man ja immer noch Läufer 6, aber jetzt hast du zu früh die Spannung aufgelöst, ohne dass es dir etwas Nennenswertes gebracht hat. Im Gegenteil, Schwarz hat dann auf einmal die Möglichkeit, hier den Läufer dazwischen zu stellen und den Läufer nach F5 zu stellen. Und da hast du zu viel Respekt gehabt vor dem Gegenspiel gegen den Bauern B2, womit du, glaube ich, ganz gut umgehen kannst im Endeffekt. Ja? Ja, ich glaube, das war der Punkt. Okay. Alles klar. Gut. Dann, ja, hast du noch Fragen ansonsten oder? Sehr gut, vielen Dank. Nein. Okay, alles klar. Danke dir. Das war also ein Einblick zu dem Live-Training-Thema Partieanalysen. Natürlich machen wir nicht nur Partieanalysen hier bei Chessens Premium, sondern es gibt Trainings zu Mittelspiel, es gibt Trainings zu Endspiel, zur Eröffnung, zu Taktik-Variantenberechnung und auch verschiedene Levels. Also ihr braucht keine Angst haben, dass ihr dann in Trainings kommt und es ist viel zu schwer oder viel zu leicht. Wir haben hier wirklich für jeden etwas dabei sozusagen. Und wenn euch das interessiert, schaut gerne mal auf den Link. Da ist alles sehr ausführlich beschrieben, was da alles enthalten ist in der Premium-Mitgliedschaft. Sämtliche Fragen, die ihr vielleicht habt, werden auch beantwortet. Hoffe ich zumindest. Und schreibt uns einfach. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns bald beim Live-Training wieder. Dann macht's gut. Ciao.